So, lang, lang ist her, Stardew Valley mal wieder angefasst. Wir spielen auf dem Patch 1.5.1. Also auf jeden Fall der 1.5er, wo es eine neue Farm gibt, viele neuen geilen Scheiß, neue Items und neues Gebiet. Also, das endet nie. Wir haben einiges zu tun. Ich hoffe, ich weiß noch ungefähr, wo ich hängen geblieben war. Ich muss kurz gucken, ob ich die Musik anhabe. Los, alles an. Genau. Gucken wir, ob ich jetzt wieder E drücken werde, anstatt rechts. Neutral. So. Gucken. Welcher wird nicht gegossen? Unten wird nicht gegossen. Wurde echt viel neu reingebracht. Frage ist auch, ob meine Bäume alle wachsen. Ob der Granatapfelbaum mit dabei war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich brauche diesen Granatapfel. Ah, Menno. Hier ist noch alles. Genau, Chicken McNuggets auch da. Mal noch schnell. Ich habe auch schon mal eine Beachfarm angefangen, einfach aus Neugier. Das geht. Und was ich so geil finde, ist, man kann sich jetzt Aquarien kaufen. Nichts geht über ein Aquarium. Ich glaube, so wie dein Inventar aussieht, wollte ich irgendwas upgraden. Ich würde halt mal, glaube ich, die Spitzhacke noch upgraden. Die ist ja jetzt auf Gold, also würde ich sie jetzt auf Iridium machen. Nein. Dann gehen wir noch zu Sebastian. Der hoffentlich da ist. Weil ich habe mal geguckt, wir haben ja schon 6 Herzen bei ihm. Boah. Mir Mühe gegeben. Dann nehme ich auch wieder einen Schattenelf von uns. Ich finde, wir sind schon ein guter Farmer. Weiß nur nicht, wie viel Upgrade dann für die Spitzhacke kosten würde. Alle mal knuddeln. Oh, drüben. Hier fehlt irgendwie Gras. Käse? Mal. So, mal gucken. Oh, passt genau. Dahin. 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 Haben wir alle? Ich hoffe doch. Ja, ich fange schon wieder an, E zu drücken. Okay, war alles fein. Gut. Wir hatten das letzte Mal ja ein Heuproblem. Ihr gafft schon wieder nach dem Gras. Weg. Ihr bleibt drin. Ihr habt was zu fressen. Wenn ihr es so eilig habt. So, was ist das eigentlich? Hartholz und Schleim. Ich müsste mir auch mal angewöhnen, hier Schilder zu machen, damit ich wieder weiß, was was ist. Hartholz. Hartholz? Nein. Können wir nämlich, glaube ich, Trüffelöl herstellen? Und jetzt Trüffel. Nur noch eine? Nein, 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 nein. So okay. Sieht aus, als war ich in der Mine. Wenn das Inventar so aussieht, war ich in der Mine. Auf dem Käse. Okay,
Wir gehen jetzt erstmal zu Sebastian. Der wohnt hier mit oben. Gehen wir oben lang. Er arbeitet alles von selbst. Das ist eigentlich sehr praktisch. Dann muss ich mich beeilen und noch beim Schmied vorbeigucken. Wir können ja eigentlich direkt in die Mine. Und dort aus gleich mit der Lore zum Schmied. Klingt doch nach einem Plan. Heißt ja, wir müssen ja jetzt schon in Sebastians Zimmer kommen. Immer, wo ist Sebastians Zimmer? Ist das nicht hier unten gewesen? Kellerkind? Oh, Katzi. Oh, hallo, warte kurz. Chef, ich sollte gehen, bleiben. Der spielt bestimmt auch Pen and Paper. Okay, entschuldige, ich wollte nur meine Arbeit zuerst beenden. Woran arbeitest du? Ich arbeite freiberuflich als Programmierer. Oh, nice. Richtigen Menschen ausgesucht. Das war eine Nachricht vom Sam. Er will sich anscheinend treffen. Ich will heute nicht wirklich nach draußen. Oh, hi. Basti, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich hier reinkomme, aber ich habe Abigail in den Laden getroffen und sie meinte, sie würde nach dir suchen. Oh. Hast du ihr gesagt, dass ich arbeite? Habe ich, aber sie meinte, sie würde vermutlich trotzdem mal vorbeischauen. Ah. Ah. Niemand nimmt meinen Beruf ernst. Keiner belästigt Maro, wenn sie in der Klinik arbeitet. Denkt jeder hier, dass ich den ganzen Tag nur im Internet surfe? Yep. Tun alle. Alle denken immer nur so, man surft die ganze Zeit im Internet oder macht nichts und am Ende. Was ist dein Karriereziel? Naja, ich versuche zu sparen, damit ich hier rausziehen kann, vermutlich in die Stadt oder so. Weißt du, wäre ich zur Uni gegangen, würde ich vermutlich gerade sechsstellige Beträge verdienen, aber ich will nicht Teil von diesem Firmenweltlauf sein, verstehst du? Das und. Ich fühle mich hinter dem Bildschirm wohler als im direkten Umgang mit anderen Menschen. Naja, ich sollte zurück an die Arbeit. Ich muss dieses Modul bis morgen fertig haben. Alright. Wollt ihr aber noch ein Ei schenken? Ich will mitspielen. Hey! Sam und ich wollten gerade Chroniken von Solarion, das Spiel, spielen. Warum machst du nicht mit? Mit drei Spielern wäre es sowieso besser. Sowas von. Okay, los geht's. Ich ziehe diese Szenariokarte. Unser heutiger Auftrag führt uns in einen Turm des Totenbeschwörers, wo wir den Solarienstab den Klauen des Schreckenlords Xard entreißen müssen. Cool, Ara, bist du bereit, deinen Charakter auszuwählen? Ich bin Heiler oder Mage. Mach mal den Heiler. Ich mach den Heiler-Move. Heiler, was? Das ist eine sehr wichtige Rolle. Das tun. Ich nehme dann den Zauberer. Cool, Krieger ist sowieso mein Favorit. Das war klar. Lasst uns anfangen. Der König hat dir und deinen Gefährten aufgetragen, den Solarienstab zurückzubringen. Eine Aufgabe, die euch bei ihrem Abschluss einen Platz in der Halle der Legenden und eine gewaltige Menge Gold und Silber sichert. Nach einem langen Monat der Reise durch unerbittliche Lande steht ihr gemeinsam auf einem Felshang und seht, wie sich euer Ziel in der Ferne abzeichnet. Dort, hinter einer mondleuchtenden Ebene, liegt der Turm des Totenbeschwörers, in dem Schreckenslord Xard die Kräfte des Solarionstabs für seine bösen Machenschaften missbraucht. Der Turm liegt vor euch. Vorne betreten ihr mutig die Welt nach einem Hintereingang suchen. Wir suchen nach dem Hintereingang.
Nachdem ihr euch ein wenig um den Turm herum umgesehen habt, findet ihr eine Falltür, versteckt im Gebüsch. Darunter ist eine Leiter, die eure Gruppe hinunterklettert. So cool gemacht. Ihr findet euch in einem kanalisationsartigen Korridor wieder. Zu eurer Linken leuchtet ein Gang in einem merkwürdigen grünen Licht. Zu eurer Rechten eine Treppe, die nach oben in der Dunkelheit führt. Was macht ihr? Gang betreten. Ihr seid in einem Raum. Zu eurer Linken ist eine Leiter. Zu eurer Rechten schweben drei Gefangene in seltsamen leuchtenden Kapseln. Sie scheinen sich in einer Art Transformationsprozess zu befinden. Könnte dies ein krankes Experiment des Schreckenslords sein? Kapseln zerstören natürlich. Doch sind sie ja nicht vollständig transformiert. Nachdem ihr diese armen Seelen von ihrem Leid erlöst habt, klettert du und deine Gefährten die Leiter hinab. Ich dachte hinauf. Okay, wir klettern hinab. Ihr kommt am Ende des Gangs an eine Tür an. Die Zeit ist gekommen, sich dem Schreckenslord Xach zu stellen. Sagt Eindringlinge, wie könnt ihr es wagen, meine privaten Kammer zu betreten? Ah, ihr seid also wegen des Solarienstabs hier. Narren, ihr werdet euch gut in meine Skelettarmee machen. Schreckenslord Xar zaubert einen Schattenstrahl hervor. Du warst in der Lage, dem Zauber auszuweichen, aber deine Gefährten sind schwer verletzt. Wir heilen Sebastian. Danke. Sebastian zaubert reiner Blitz. Ein Strahl aus weißem Licht trifft Xar direkt ins Gesicht. Der Schreckenslord schreit auf und zerfällt zu Staub. Ich kenne zwar den Krieger, aber ein Krieger gegen Zauberer ist halt immer so, pat pat. Deswegen Zauberer gegen Zauberer ist schon besser. Lol. Du hebst den Solarienstab auf und hältst ihn hoch. Die Ordnung in der Welt wurde wiederhergestellt. Nice. Du hast den Szenario mit der Bewertung von B abgeschlossen. Oh, was? Aber ist okay, oder? Hey, nicht schlecht. Ich habe beim ersten Mal sicher 3 oder 4 Versuche gebraucht, bis ich mein erstes Szenario gewonnen habe. Hihihi. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Man sieht sich. Es ist schon cool. Ich möchte aber noch ein Ei schenken. Obwohl, haben wir ihnen schon diese Woche alles? Wir haben ihnen diese Woche schon zu viel geschenkt. Ich möchte einmal kurz anquatschen. Einmal dumm anquatschen. Ich lese ein Buch über einen Bauern. Erinnert mich sehr an dich übrigens. Warte mal. Oh, es ist schon rot. Entschuldige, falls das seltsam klingt. Alles gut. Oh. Vielleicht schaffen wir das noch. Doch noch. Mit der Hochzeit. Brauchen wir eigentlich mal für den ganzen Schrott hier? Quarz und Stein. 10.000. Wir hätten dann halt Schleimbälle. Heißmalen wäre halt auch cool. Einen Schuppen brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall mal auf den Schuppen sparen. So, jetzt wollte ich runter zum Schmied. Eigentlich habe ich noch 2 Sachen vor, aber ich muss doch erstmal zum Schmied. Angst, dass der sonst vorher zumacht. Kann ich da nämlich auch noch was gucken? Hä? Hier los. Ah, hallo. Du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Hä? Why? Es ist unser neues besonderes Bestellungsbrett. Robin und ich haben es von Grund auf neu aufgebaut. Louis, du hast nur die Nägel gehalten. Ich hätte dich gerade eingekackt. Ignoriere sie. Jetzt lass mich erklären. Seit Londonhof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wirklich belebt. Infolgedessen haben mich einige der Ortsansässigen nach einer Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihre Geschäfte oder persönliche Projekte zu beschaffen.
So kamen Robin und ich auf die Idee, ein neues, besonderes Bestellungsbrett, wo es für die Leute mehr Sinn macht, größere Aufträge aushängen zu können, anstatt bei der alten Tafel VPS laden. Das ist also das schwarze Brett. Zum Beispiel habe ich vor, Hartholz für ein Bett anzufordern, das ich anfertigen möchte. Klingt gut. Ich freue mich schon drauf zu helfen. Das dachte ich mir, ich würde nichts anderes von dir erwarten. Ey. Also bist du dabei? Na klar. Nun, ich bin sicher, dass du beschäftigt bist, also werden wir dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Wie immer weiß ich deine Bereitschaft zu schätzen, deinen Beitrag zu leisten. Mach's gut. So, machen wir noch schnell fertig. Müll. Kein Müll. So. Werkzeug verbessern. Ich werde arm. Ich muss halt eigentlich mal. Mülleimer. Ich beides. Machen wir die Spitzhacke mit dem Winter dann. Dann was. Oh, mein armes Geld. Mit dem Winter dann ordentlich durchknöbeln können. Wie mal kurz das gucken. Hier die gelbe? Aber die hatten wir da auch schon mal. Manu. Entsinn mich, die gelbe auch schon mal gehabt zu haben. Dann nicht. So, ein was will ich doch noch erledigen, wenn sich das alles so gut gemeistert hat. Wir gehen mal zum Steinbruch. Da gibt es seit Patch 1.4, nehme ich jetzt eine Mini-Mine. Mein Schwert. Aber da gehe ich nicht zum Minen rein, sondern weil es hier was gibt. Okay, I'm totally screwed. Ich muss das irgendwie hinkriegen. So, eine Verschwendung. Der irgendwie durchkommen? Hallo. Irgendwie durchkommen? Ohne Spitzhacke. Umi. Ich hätte das vorher machen sollen. Kommen wir eh nicht lang. Er hat seine Bommel verloren. Das sind für Schleimis. Menno. Brauner Schleim, grauer Schleim, schwarzer Schleim, was geht hier? Macht aber Aua. Geh durch. Ja. Oh, das ist gut. Hallo. Ich darf dann wieder Bomben craften. Aus dem Silber, das ich nicht habe. Eigentlich wollte ich die Bomben ja aufheben. Aber nevermind. Oh, was bist du denn? Aua. Folgt mich nicht, aber sieht mega cool aus. Oh oh. Will aber noch nicht sterben.
Aquamarinring. Essen. Aber nicht viel gebracht. Pilz essen. Bin so am Arsch. okay. Ja, wir haben ein paar Geoden gesammelt. So, hier haben wir nämlich eine goldene Sense. Muss ich mal nicht nochmal upgraden. Und man kann sich gleich raus teleportieren. Du findest in dieser Höhle, habe ich in der Wiki gelesen, Zeug, was du sonst in der normalen Mine auf Ebene 40 bekommst. Findest du in dieser Mine. Von daher ist schon nicht bad. Bushaltestelle. Pflaume. Pilz muss leiden. Oh. Machen wir denn jetzt noch mit dem angebrochenen Tag und der ganzen Energie? Vielleicht mal mein ganzes Zeug sortieren. Keine Ahnung. Schon lang überfällig. Oder generell den Hof mal wirklich aufräumen. Öl. Brauchen wir auch für irgendwas? Öl. Hier muss ich mich auch mal. Ich muss mich mal an die Sache mit den Schleimis. Warum einmal? Die Sache mit den Schleimis mal ein bisschen mehr reinarbeiten. Ja, für einen Regentotem bräuchte man das. Wir heben es erstmal auf als unser erstes. Brauchen wir den eigentlich noch? Genau, den Granatapfel. Und Apfel. Mehr brauchen wir ja nicht. Alles andere haben wir ja schon. Dort habe ich die. Hier stehen ja eigentlich Bäume von mir. Das sind ja meine Bäume. Ich überlege, ob ich die Schleimfarm hinstellen würde. Wäre aber ganz schön gesät. Das mit den Schleim würde mich schon interessieren. Brauche ich so eine Schleimeimaschine dafür? Kohle, Feuerquarz, Batterie. Haben wir sowas? Kohle, Feuer. Wird's aber eng hier. Eine Kupferkante. Kann man auch fix verkaufen. Oh, das kann. Scheinbar brauche ich einen Mayonnaise-Maker mehr. Money. Wollte ich denn Feuerquarz? Ein Feuerquarz von Kohl, eine Batterie. Ist eine. Feuerquarz? Kohle. Ich muss unbedingt mal mein Holz so anbauen, dass ich das aus auch Kohle brennen kann. Wir das mal ausprobieren. Haben wir, glaube ich, 100 Schleimis. Dann dauert das wieder eine Weile. Irgendwie kann man ja auch verschiedene Eier da rauskriegen. Keine Ahnung. Let's try it. Holzhacken gehen. Zu viel Energie. Haben wir eine. Obstbäume nicht killen. Ach ja. Dann war das ja wieder ein erfolgreicher Tag. Wie stehen wir denn jetzt bei ihm? 6 Herzen.
6 Herze, Tendenz steigend. Genau. Der Wald hier unten. Naja, zumindest habe ich mir einen Wald angebaut. Das ist jetzt gar keinen Baum mehr zu haben. Irgendwie, ich muss mal gucken, wo ich denn die Schleimbändchen mache, aber wir brauchen erstmal wieder Geld. Knapp 20.000 ist nicht, also nicht genug. Ich muss halt jetzt für die Iridium-Steinhacke ganz schön reinklotzen. Hier halt, ne? Aber lieber so, als wenn wir dann ewig drauf warten. Wäre nämlich schade. Dann im Winter so verkacken, weil du zu faul warst, das noch abzugraden. Ist auch ungünstig. Ich hab keine Spitzhacke, ich kann hier keine Steine wegmachen. Meine guten. Kann man nämlich hier die hier machen. Dann müsste das gehen, dass wir uns da drauf anzeigen lassen, was gerade in der Kiste ist. Ich weiß nicht, ob hinter der Kiste dann Platz frei sein muss dafür. Einmal schon. Ja. Aber das geht, klar. Kann ich mal machen. Da räumen wir mal auf und fangen mal langsam wirklich an, den Hof zu strukturieren. Ich glaube, das ist eine schöne Winteraufgabe dann auf jeden Fall spätestens. Das machen wir. So. Erstmal ins Bett. Ah, die Kuh war schwanger. Nein, ich wollte irgendwie auf OK drücken, ich wollte auch auf Random. Oh Mann. Heißt die Panu oder die Pona? Drück sich Epona ist. So, dann sehen wir uns zu Tag 13. Oh Gott. Echtes Datum.